Zeitung lese, so eine Kriegstreiber, also beim besten Willen, das geht gar nicht. Und eins ist auch klar, wenn wir wirklich nicht alle zusammenstehen und diesen Irrsinn irgendwie stoppen, ich weiß nicht, was da noch passiert, aber die sind soweit, die wollen Europa in den Krieg zwingen und wir als Deutsche vorneweg, so ein Blödsinn, wirklich. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, wir müssen an unsere Kinder denken und an unsere Enkelkinder und Urenkel. Ich meine, für uns sind ja, nein, das ist Blödsinn, Messen sind nicht gesungen, aber trotzdem, bitte, was die mit uns vorhaben, also beim besten Willen, ich kann nur noch den Kopf schütteln über so viel Dummheit oben in der Regierung. Das tut mir einfach leid, dass man von solchen Menschen regiert wird. So, wir machen weiter, ganz klar. Hier haben wir nochmal die neuen Veranstaltungstermine. Das heißt, wir machen nächste Woche nochmal. Danach setzen wir eine Woche aus. Dann sind wir wieder da. Wie gehabt, 18.30 Uhr hier. Dann machen wir wieder eine Woche Pause, weil dann ist Familienzeit Ostern. Und nach Ostern haben wir eine Veranstaltung geplant auf einem Samstag. Das heißt, am 6.4. um 16 Uhr wieder hier. Wieder unseren Umzug mit im Anschluss wieder Redebeiträge. Dann haben wir Esteban Cortez vor Ort. Der gibt hier 2 Stunden Live-Konzert. Und fürs leibliche Wohl wird auch gesorgt. Kriegen natürlich einen kleinen Obolus. Und was wir nicht vergessen dürfen, wir wollen natürlich auch dementsprechend ein Mahnfeuer machen. Wissen wir noch nicht, welche Auflagen wir haben, aber wir kriegen das irgendwie hin. Wir machen das, was wir denken. Fertig. Danke. Und wie gesagt,
Thank you.
die? Ja, Bobos! Wir sind das! Ja, Bobos! Wir sind die? Ja, Bobos! Wir sind das! Ja, Bobos! Wir sind die? Ja, Bobos! Wir sind das! Ja, Bobos! Wir sind die? Ja, Bobos! Wir sind das! Ja, Bobos! Wir sind die? Ja, Bobos! Wir sind das! Ja, Bobos! Wir sind die? Ja, Bobos! Wir sind das! Danke! So, jetzt möchte ich mal was anderes erzählen. Das bewegt mich ein bisschen, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, in den Medien und Netzwerken und etc. pp. Am letzten Freitag wurde mit einem ziemlichen Polizeiaufgebot ein Obsthändler hier auf dem Wochenmarkt ein Plakat entfernt, worauf er verkündete, dass er Wähler und Grüne nicht mehr bedient. Der Mann hat jetzt eine Anzeige am Hals wegen Volksverhetzung, also Prüfung des Anfangsverdachts zur Volksverhetzung. Ja, da muss man ganz ruhig bleiben. Da muss man deshalb ruhig bleiben, weil das A nicht stattfindet. Paragraph 120 kann jeder mal ein bisschen googeln. Aber ich frage mich dann, wenn man am Sonntag drauf, hier auf diesem Platz, und ich habe nichts dagegen, es ist alles, jeder soll seine Meinung kundtun, jeder soll in diesem Staat Redezeit haben und wir sollten einander zuhören. Aber wenn man dann eine Demo macht für Demokratie und Freiheit und Toleranz, wo ist denn da die Toleranz? Die Toleranz ist doch da nicht gegeben. Wenn man sich darüber Sorgen macht, ob der Mann ein Staats- und Volksverhetzer wäre, ist das ja schon mal eher mal Unfug. Und auf der anderen Seite ist es so, man müsste den ja mal fragen, welche Beweggründe er hat. Und das Seltsame ist, ich kenne den Meinhard sehr gut, ich nenne den Nachnamen mal nicht, der war in einigen Städten im Land Brandenburg unterwegs und niemand hat sich daran gestört von der Ordnungsmacht. Aber hier in Wittenberge, in unserer, ach, laut der gestrigen Demonstration, so toleranten und weltoffenen Stadt, statt das Gespräch zu suchen, statt den Dialog zu suchen, 6 Mann Polizei gegen einen einzigen Obsthändler. Da fragst du dich, wo bist du hier gelandet? Da fragst du dich, wo bist du hier gelandet? Wo ist denn die Toleranz? Wo ist denn die Toleranz? Oder wo ist denn der Staatsschutz und die Polizei, wenn Marie-Agnes Strack-Zimmermann Rheinmetall, Funktionäre in der Partei, die offensichtlich nicht passt, und Wähler in der Partei, beschimpft, indem sie sagt, die einen sind der Scheißhaufen, die anderen sind die Schmeißfliegen. Da hört die Toleranz doch auch nicht auf. Oder wenn eine Bäckereikette in Süddeutschland hinschreibt, AfD-Wähler bekommen hier kein Brot mehr, regt sich kein Mensch drüber auf. Und jetzt stelle ich mir vor, der Meinhard hätte da nicht gesagt, er bedient keine Grünen mehr und die Wähler dieser Partei nicht. Und hätte dran gestanden, ich bediene die Leute von der AfD nicht mehr. Hätte er da vielleicht einen Orden gekriegt? Muss man sich doch mal die Frage stellen, wo ist denn die Toleranz eigentlich? Wo ist denn der Dialog? Der ist doch gar nicht vorhanden. Der ist doch irgendwie weg. Und da wird eines klar. Da wird eines klar. Man benutzt die sogenannte Toleranz, die sogenannte Liebe zur Demokratie und zur Freiheit, um die Bevölkerung zu spalten. Das ist ekelerregend. Das ist ekelerregend. Das widert mich an. Und das dürfen wir auch nicht hinnehmen. Wir dürfen das nicht hinnehmen. Jeder soll seine Meinung haben und jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und ob man damit umgehen kann oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Und ich finde, das Vorgehen, dieses sukzessive, es macht ja was mit uns. Vielleicht mit jedem, aber mit einigen schon. Die sagen sich dann, ah nee, ich kann mich da nicht mehr blicken lassen, halte ich lieber meine Klappe, weil... Und dann sind wir wieder in einer Zeit, die wir längst überwunden haben, die wir verachten. Da hieß es dann auch, halt die Klappe, gestern haben sie den Nachbarn abgeholt. Wollen wir das wieder? Wollen wir das wieder? Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Wir wollen nicht, dass unsere Rechte, unsere Gesetze, unsere Freiheit und unsere Werte missbraucht werden, um die Gesellschaft zu spalten. Pfui! So, ich will nicht allzu lange sabbeln, die anderen wollen auch noch ran, aber es war ja vorhin die Rede von dem Kasten, wo man was reinwirft. Ich habe so viel auf dem Herzen, ich muss das noch ausdrucken, es wird viel.
Ich hoffe, ihr kriegt solchen Schlitz, aber ein paar Dinge möchte ich schon mal nennen. Ich möchte zum Beispiel als erstes, dass diese Regierung zurücktritt. Und dass anstelle dieser Regierung erstmal eine Übergangsregierung kommt, bestehend aus Fachleuten. Dass jedes Ministeramt von einem Fachmann besetzt wird. Und vor allem das Bundeskanzleramt von jemandem, der noch ein Gedächtnis hat. Das wäre ganz schön. Und vor allem von einem, der sich dem deutschen Volk verpflichtet fühlt. Und nicht den ukrainischen Präsidenten. Ich habe das vor 2 Jahren schon gesagt. Humanitäre Hilfe auf jeden Fall, Waffen nein. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und die einzigen, die sich jetzt eine richtig goldene Nase verdienen, am Tod von unschuldigen Menschen, das sind die Rüstungslobbyisten und die Rüstungsindustrie selber. Und wir bezahlen den Schmucks auch noch. Und das ist das Schlimme daran. Der Bundeskanzler hat von einer Zeitenwende gesprochen. Wenn das die Zeitenwende ist, dass wir uns darauf hochrüsten, Menschen einander totschlagen zu lassen, dann kann ich auf diese Zeitenwende hochkant scheißen. Tut mir leid, ein anderer Ausdruck fällt mir nicht ein. Das geht so nicht. Das funktioniert nicht. Ein zweiter Wunsch sind dann natürlich Neuwahlen. Neuwahlen aber so, das Parteiensystem, das ist ad absurdum, hat sich das geführt. Es darf nicht mehr sein, dass das Parteibuch darüber entscheidet, wer in den Deutschen Bundestag einzieht. Das muss für alle mal vorbei sein. Es darf auch nicht sein, dass Ministeramt nach Parteibuch zugehörig verteilt wird, sondern Fachkompetenz und Wissen. Punkt. Es darf auch nicht sein, dass die Abgeordneten aus der Mitte unseres Volkes, und da meine ich Handwerker, Bauern, Apotheker, Lehrer und keine Pfaffen und Juristen, ich meine wirklich die Mitte des Volkes und nicht irgendwelche Parteisoldaten. Und das kann nicht sein, dass die auf Lebenszeit ein Habitat da gefunden haben, wo sie bis zur Rente dahin dämmern, auf ihr Heldengrab vom Leben keine Ahnung mehr haben, uns aber erklären, wie wir zu leben haben. Das funktioniert nicht, Leute. Das muss ein Ende haben. Und das ist ein langer, langer, langer Weg. Da werden wir noch viele, viele Monate auf die Straße gehen müssen, um unseren Willen, den Willen des Volkes durchzusetzen. Das fällt nicht vom Himmel. Das schenken die uns nicht. Die werden jetzt ein paar Zugeständnisse machen, damit wir die Klappe halten. Lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen. Vergiftete Bonbons könnt ihr schön alleine lutschen. Habe ich keinen Bock mehr drauf. So. Und dann habe ich noch einen Wunsch. Und ich weiß nicht, ob ihr da mitgeht. Ich möchte Volksabstimmungen. Volksabstimmungen bindend. Dass der Gesetzgeber nach dem Inhalt und dem Ergebnis der Volksabstimmung handeln muss. Egal erstmal, wie die ausgehen. Das kann natürlich auch in die Hose gehen. Das ist völlig normal. Ein gewisser Herr Strauß, der sagte mal, Vox Populi, Vox Rindvieh. Also die Stimme des Volkes ist auch die Stimme des Rindviehs. Hat er irgendwo recht, man muss das aus dem Zusammenhang ziehen. Und diese Volksabstimmung, und das ist mein tiefster Wunsch seit vielen Jahren, die allererste, die es geben soll, möge sich das deutsche Volk aus der historischen Verantwortung zweier Kriege, zwei furchtbarer Kriege und einem Vernichtungskrieg im Osten, darüber entscheiden, ob es seine immerwährende Neutralität verkünden möchte. Das heißt, raus aus dem Bündnis NATO. Wir sind dann nicht wehrlos. Lasst euch das nicht einreden, dass da morgen der Russe mit dem Fahrrad kommt. Wir hatten eigentlich Angst vor euch vom Russen. Mal die Hand hoch. Wer hat Angst vor dem Russen? Wann ist er da? Einer hat Angst vor dem Russen? Ich habe lieber einen Russen am Tisch als 2 Amerikaner vor der Tür. Und das bedeutet ja nicht, dass wir dann wehrlos sind. Wir könnten uns eine gut ausgerüstete, gut ausgebildete Berufssoldatenarmee leisten, die in unserer Gesellschaft auch wieder die Achtung bekommt, die sie eigentlich verdient. Denn laut Grundgesetz ist es so, dass eine Armee, eine deutsche Armee, nur zur Verteidigung des eigenen Territoriums zuständig ist. Ich möchte nicht, dass deutsche Soldatinnen und deutsche Soldaten für die feuchten Träume irgendwelcher Spinner auf dieser Welt irgendwo auf fremder Erde fallen, jämmerlich verbluten, beschädigt an Leib und Seele zurückkommen und dann um ihre Rente betteln müssen. Ich möchte das nicht. Und all die Krieger, die wieder nach Osten ziehen wollen,
Es gibt so eine Wehrmachtsauskunftsstelle in Berlin am Eichborndamm. Ich habe dort einen Besuchantrag zu liegen. Ich hatte einen Onkel, den habe ich nie kennenlernen dürfen. Ich bin Jahrgang 60, er ist 45 gefallen. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe einen Suchantrag. Ich hoffe, dass mir das Glück zuteil wird, den Mann würdig bestatten zu dürfen. Wir haben doch nicht mal unsere Toten aus den letzten Kriegen begraben und wollen einen neuen Anfang, wollen uns wieder an solchen Dingen beteiligen. Das ist doch jämmerlich. Und das kann sich der Herr Scholz, der Herr Hofreiter und die ganzen anderen Spinner mal hinter die Ohren schreiben. Das Volk möchte das nicht. Wir sind das Volk und wir sind nicht das, was euch folgt. Und immer noch zum Ende. Schön, so viele Leute. Das macht Spaß, das ist gut, aber es sind immer noch zu wenig. Und ich glaube, wenn unsere Bauern, die bis jetzt alles organisiert haben und viel Freizeit, Mut und auch manches, was Unangenehmes weggesteckt haben, auf ihre Äcker müssen, das ist nun mal so, dann müssen wir diese Lücke füllen. Und nicht bloß diese Lücke füllen, sondern es müssen mehr werden. Und es müssen vor allen Dingen mehr werden, die den Mund aufmachen. Es geht hier nicht um Widerstand, es geht hier nicht um Umsturz. Es geht darum, diesen Staat mit seiner Freiheit, seinen Werten zu erhalten und nicht diesen Totengräbern von Demokratie und Recht zum Fraß überlassen. Lasst uns diesen Arschlöchern den Spaten aus der Hand nehmen. Es ist höchste Zeit. Es ist höchste Zeit. Und wenn wir es dann irgendwann geschafft haben, dass der Herr Scholz sich hintritt und sagt, tut mir leid, ich kann es nicht, das wissen wir schon alles, brauchen wir uns eigentlich gar nicht zu erzählen. Es reicht, wenn er geht und seine ganze Berliner Clownsparade mitnimmt. Es ist nur noch peinlich, was sich da abspielt. Es wird mit Geldern um sich geworfen, die gar nicht da sind. Es wird von einem Sondervermögen gesprochen, das sind neue Schulden, die unsere Urenkel noch begleichen dürfen. Wir müssen uns fragen, wo das hinführt. Ich bin der Meinung, zuerst unser Volk und wenn dann was übrig bleibt, dann können wir sehen, wem wir helfen. Das wäre das Beste, was wir machen können. Auch für die übrige Welt, weil irgendwann sind wir wirtschaftlich so am Arsch, dass wir nicht mehr helfen werden können. Was passiert dann? Was passiert denn eigentlich mit den Millionen von Migranten, die hier im Land sind? Seltsamerweise als Raketenwissenschaftler alle keine Arbeit finden und deshalb auf Bürgergeld angewiesen sind, wenn das Bürgergeld nicht mehr gezahlt werden kann. Was passiert dann? Was geht dann los? Meint ihr, die bleiben dann schön in ihrem Heim sitzen, in ihrer Wohnung und sagen, ja gut, dann habe ich nichts mehr zu essen? Glaubt ihr das? Ich glaube das nicht. Da steht eine harte Zeit vor uns und die da oben haben keine Antworten. Die haben keine Antworten. Deshalb eiern sie auch so rum und deshalb fürchten sie uns auch. Und je mehr die uns fürchten, umso besser. Denn die sind unsere Diener und wir können nur eins machen. Wir sprechen denen die fristlose Kündigung aus. Guten Abend, Leute. War schön. Und nächstes Mal sind wir wieder da. So, ich wollte noch mal kurz zu dem wunderbaren Redner vor mir noch mal ein paar Worte sagen oder einfach sagen, Dankeschön, uns allen eigentlich aus der Seele gesprochen. Ja, wirklich, einen großen Applaus. Ja, obligatorisch, wenn ich hier bin, ist denn ein Medienvertreter da? Von unserer ach so freien Presse. Nicht drängeln, nicht drängeln. Oder denn die Frau Treutler, sie sprach im Zeitungsartikel davon, man muss miteinander reden. Ich wiederhole das Angebot. Sie kann hier gerne herkommen und reden. Und ich habe hier noch keinen aggressiven Demonstrationsteilnehmer gesehen. Sie braucht keine Angst haben. Sie kann kommen. Aber ich sollte ja eigentlich nur etwas ansagen, das möchte ich auch. Ich wurde darum gebeten, wenn wieder keiner von der Presse hier ist, dann ziehen wir eben zur Presse. Ich weiß, dass die Landwirte etwas vorbereitet haben und dass der Presse dann eben einige Denkschriften übergeben werden sollen. Und darum wird gebeten,
dass alle Bauern, und nach der Presse sind wir das ja alle, es sind ja keine Handwerker, keine Bürger, nichts hier, sind ja immer nur alles Landwirte. Und es wird darum gebeten, dass möglichst viele im Anschluss an diese Reden den Landwirten dann folgen und der Presse einige Denkschriften übergeben. Danke. Hallo Wittenberger, grüße euch. Liebe freiheitsliebende Menschen mit und ohne Traktor, diesmal sind es ein bisschen weniger Fahrzeuge. Die Polizeifahrzeuge haben nicht gezählt, 45 waren es. Zu Hochzeiten hatten wir 120, aber es ist so, wie es ist. Die Bauern müssen halt aufs Feld und tatsächlich muss der Rest der Handwerker und der Rest übernehmen. Weil, ihr wisst alle, man kann nicht aufstehen, wenn man sitzen bleibt. Deshalb ist es schön, euch hier zu haben, euch zu sehen und dass ihr den Weg gefunden habt nach Wittenberge. Ich bin aus Haselberg auch wieder da und hatte meine letzte Ansprache beendet. Wir haben nicht laufen gelernt, um zu kriechen, und wir haben nicht reden gelernt, um zu schweigen. Und deshalb stehen wir hier, und ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Wir werden nicht die Probleme von Kalkutta lösen, wenn wir sozusagen Kalkutta nach Berlin oder nach Deutschland holen, sondern wir holen die Probleme von Kalkutta hierher. Hat mein Herr Schmidt gesagt. Relativ kluger Mensch. Und das Problem ist, dass die Frage, wie wir leben, innenpolitisch entschieden wird. Die Frage, ob wir leben, wird aber außenpolitisch entschieden. Und da wird derartig gezündelt momentan, dass man also wirklich den Verstand verliert und denkt, die anderen haben auch den Verstand verloren, aber sie haben tatsächlich, wie bei Corona und bei den anderen Dingen, nicht den Verstand verloren, sie haben das Geld gefunden. Und das ist also wirklich phänomenal brutal. Und deshalb müssen wir uns, glaube ich, alle mit dem Gedanken anfreunden, dass wir deutlich machen, dass wir radikale Pazifisten sind, ich als Anwalt so oder so, weil Krieg ist die Herrschaft des Unrechts, ist die Aufhebung jeden Rechts, und deshalb muss ich per se schon mal dagegen sein, auch wenn ich nur Linienrichter bin. Es ist so viel Blutvergießen und so viel Ungerechtigkeit, ihr wisst, im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit und dann sterben sofort Unschuldige, und dieses Sterben hat zu enden, egal ob in der Ukraine, im Jemen oder in Israel. Es hat ein Ende zu haben und wir müssen das fordern. Und das ist wirklich brutal, dass wir sozusagen Frau Strack-Zimmermann da haben und so weiter. Die ganzen Ungedienten sollten mal schön in den Volkssturm gehen und mal gucken, wo sie sich dann irgendwo einsetzen lassen. Es gibt ja auch noch einen Krieg in Syrien. Wir müssen ja nicht alle in die Ukraine schicken, wir können ja eine geteilte Front machen, nicht? Nicht, dass sie sich noch verstehen da. So, und inzwischen geht es natürlich nicht mehr um den Agrardiesel, ihr merkt das schon, es geht um mehr. Es geht um den Rücktritt dieser Regierung, um die Abschaffung der Ampel oder um es mit Habecks Worten zu sagen, Herr Habeck, wenn Sie zurücktreten, ist Ihre Karriere nicht vorbei, Sie hören nur auf, Mist zu bauen. Ja. An die Bauern gerichtet, kein Bauer auf der Welt braucht eine Ampel auf dem Feld. Ja, ihr fahrt auch so durch die Gegend. Und insofern ist es tatsächlich so, dass die Herrschaften zurücktreten müssen. Herr Schabowski, dem er neulich wieder begegnet ist, ihr kennt das alle noch aus der DDR mit Nebelbombensätzen, Phrasenfeuerwerk und einlullendem Polit-Chinesisch. Und letztendlich auch einer irren Parteitagsscheiße, die wir da zu ertragen hatten. Das neue Deutschland steht ja gerade wieder auf sozusagen. Der hat zum Untergang der DDR eine Schonungsanalyse mal gebracht, und die habe ich aus Zufall gefunden jetzt. Wenn Sie anfangen, die Diktatur durch gewisse Reformen zu lockern, dann zeigt sich, dass diktatorische Regime durch Reformen nicht zu verbessern oder zu veredeln sind, sondern sind durch Reformen nur abzuschaffen. Genau darum geht es hier. Wir werden, glaube ich, alles umkrempeln müssen, was wir bisher an rechtlicher Basis haben. Es fängt möglicherweise bei der Landwirtschaft an und bei der Bürokratie im Handwerk. Es endet aber nicht bei Schulen, Güterkraftverkehr, Landesverteidigung und den sonstigen Dingen, die uns sozusagen der Schuh drückt. Er sagte dann auch nochmal, 2014 sagte Herr Schabowski, als er am späten Abend des 9. November den Ausdruck der Freude sah,
wurde mir klar, wie instinktlos wir uns an den elementaren Bedürfnissen der Menschen vergangen hatten. Und ich kann mir genau vorstellen, wenn wir irgendwann mal hier stehen, Kinder, und die Penner da oben sind zurückgetreten, was das für ein Jubel wird. Ich glaube... Ich glaube, das ist mehr als ein Rotkäppchen-Sekt dann fällig. Wenn ein System daran zu Bruch geht, sagt er weiter, dass die Menschen sich frei bewegen können, hat es nichts Besseres verdient, als zu Bruch zu gehen. Und genau daran müssen wir alle arbeiten, dass die Herrschaften da oben verschwinden und tatsächlich ersetzt werden durch bessere, die sie besser vertreten, die einen besseren Job machen, die höher qualifiziert sind, weil der Fachkräftemangel, den wir haben, ist durch die Einwanderung von 3 Millionen Raketenwissenschaftler nicht beendet worden, sondern den Fachkräftemangel können wir im Bundestag live besichtigen. Ich hatte natürlich noch viel mehr zu sagen, aber ich soll ja das Thema und nicht die Zuhörer erschöpfen und deshalb komme ich gleich unter Abkürzung der sonstigen Dinge. Zu viel Info, zu wenig Zeit, ihr wisst das. Zum Ende und sage euch, wir sind alle zu aufrecht, um die Klappe zu halten. Wir sind zu ehrlich, um überall beliebt zu sein. Und wir sind zu stark, um uns kleinkriegen zu lassen. Und merke, ein Schachspiel beginnt mit den Bauern, also in der Regel als erster Zug, und endet erst dann, wenn der König fällt. Und daran müssen wir arbeiten. Bleibt alle schön bei Verstand. Ihr wisst, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und deshalb weitermachen. Dankeschön. Unser Prignitzer hier, ja, ja. Thank you.